zu einem neuen Video und heute zeige ich euch mal meine Lieblings-Skin-Kombination. Ich habe nur die Eiskönigin eingestellt, aber das ist eben nicht meine Lieblings-Skin-Kombination. Also, wenn ich hierher schaue oder hierhin, weil da der Monitor ist, wie ihr es glaube ich schon weiß, und hier habe ich die Skin-Kombination nochmal aufgeschrieben, dass ich alles richtig habe. Also, meine erste Skin-Kombination ist sogar im neuesten Season und zwar der Skin Hybrid, also der Ninja Skin, der erste Stufe davon, mit der Rückenaccessoire von dem Eiskönigin in Gold. Ich finde, das schaut mega geil aus. Das spiele ich auch sehr oft. Also im Livestreams habe ich auch das so aufgespielt, wie ich weiß. Also in einem, wo wir Season 8 gestreamt haben. Der Spitzhacke von dem Hybrid Skin einfach. Dann den Gleiter, das habe ich mir gekauft. Das könnt ihr dann auch kaufen, wenn ihr es wollt, aber den Hauptsystem. Aber ihr könnt auch von mir aus den Schwarmgleiter oder ein Siegesgleiter benutzen oder sowas. Aber ich benutze lieber den Hauptsystem, weil die Farben passen auch dazu. Und dann noch Glitch im System, das war ein Season 5 Battle Pass. Ja. Das musste man kaufen, also von dem Eiskönigin. Das habe ich noch nicht gesagt, aber von dem Skin. Vielleicht kennen wir es so. Aber das musste man freispielen. Also man muss auch ein bisschen spielen, dass man diese Kombination hat. Ja, also das war die erste Kombination. Der zweite ist mit dem Skin Zenith. In Season 7 Battle Pass war das. Ich habe schon das in der Farbe vorbereitet. Ich habe den ganzen freigespielt, aber es geht auch mit dem Stufe, also wo die Kleinen nicht leuchten. Oder es geht auch mit dem. Also ich verwende den, dann die gelbe, also die gelbe Rüstung so gesagt. Und der Visier, der auch der gelbe, das ist auch passt. Also, ihr könnt auch blau verwenden, aber ich finde blau nicht so cool wie mit dem Gelb. Danach drauf kommt der in Season 6 gewesene Umhang. Und zwar, vielleicht kennt ihr, also vielleicht, für diesen, also den Pizza Pit Set. Das klatschen wir einfach da hinten drauf. Warte, wo ist der? Musst du mal suchen. Und das schaut voll geil aus, weil die. Also, zum Beispiel das ist so verschmelzen, so gesagt. Das sieht dann voll geil aus. Also mit der ersten Stufe schaut das genauso aus. Und dann so schaut das so aus. Aber wenn ihr mit dem Stufe 1 macht, ich glaube, das sieht nicht so geil aus. Also mit der zweiten Stufe geht es. Mit der dritten oder vierten. Ja, dann Erntewerkzeug habe ich die normale von dem, also dem Zenith-Charakter Bretter. Wie ihr seht, ist es nicht so viele gekaufte Skins. Also ich kaufe ja meist nur die Battle Pass und die Starterpack Skins und einmal mal ein paar, zum Beispiel Xbox Skin habe ich mir gekauft. Dazu wird es auch jetzt noch ein paar Kombinationen geben. Also ja. Es ist eigentlich immer ein Battle Pass oder zum Beispiel da ist gewesen, dass ich gekauft habe oder so. Ja, was habe ich dazu? Ah! Season 5 Stufe 7, Battle Pass Stufe 7. Leider. Das weiß ich noch genau, weil ich in Season 5 angefangen habe. Ja, die Leiter ausgewählt. Und dann noch diese Glasfaseroptik. Das schaut, glaube ich, mega geil aus. Also finde ich. Und dann habt ihr schon den Kombi fertig, was ich mag den. Also ich spiele das auch oft, aber nicht im... also in Season 7... Ja, Season 7 habe ich sehr oft gespielt, diesen Kombi. Also, ja. Nicht im Livestreams, aber nur so. Dann nächste Kombi schon mal. Okay. Lux. Charakter. Das könnt ihr mit dieser Stufe machen, also ohne seinen Schatz, sondern und mit seinem könnt ihr das machen und dafür braucht ihr die blaue Stufe. Dann braucht ihr noch dazu die eisige Schwingen, also diese Flügel.
wo ihr das bekommt, bekommt ihr beim Frostlegen Paket, aber das ist nicht mehr verfügbar. Also nur die haben diese Community erst noch die Frostlegen Paket gekauft haben. Wie ich weiß, ist das nicht mehr verfügbar. Also wenn jemand das noch hat, dann ja. Leute, entschuldigt, mein Controller ist aufgenommen. Ich muss kurz. Ja, bereit. Genau beim Tanzen aufgehört, muss es. Also, jetzt. Dann die Spitzhacke von dem Luchskin. Also, normal. Aber wenn ihr es wollt, könnt ihr auch die Sense nehmen. Also, das schaut auch cool aus. Aber ich finde den Kraftspur Erntewechsel viel geiler dazu. Dann könnt ihr auch was anderes nehmen, aber ich nehme mal die Regenschirm, also der Gewinnerschirm. Wenn man zum ersten Mal gewinnt. Und dann nehme ich noch dazu. Nicht das. Das. Also die Eis. Oder? Ja. Ich habe nicht mal geschaut. Dann kommt. Mein Lieblings, was ich ultra oft spiele und mein absoluter Lieblingsskin ist von allem Eos. Ich liebe diesen Skin so sehr, ich kann es ja nicht glauben. Also Eos und für den Rückenaccessoire braucht ihr genauso den Frostlegen Packet, also die Frostlegen Skins. So. Also das, das und das. Und dann braucht ihr noch die eisige rote Schild. Da hinten drauf klatschen. Einfach. Dann den Eon Spitzhacke. Den Eon Gleiter, was mega geil ist. Und den da. Geisteressens. Das war in Season 6. Ja. Das war in Season 6. Das da so drauf klatschen, meine absolute Lieblingskombination. Das spiele ich so oft. Dieser weiße Schild, also dieser weiße Schild, also blaue Schild, passt so gut zu dem Skin. Also, ja. Ja. Und das war's auch von dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao! I know it breaks your heart.